Und es ist wieder Mailbag-Zeit. Und es ist Mailbag-Time again. Und zwar Nummer 97. Ich habe ein Riesenpaket gekriegt. Von AliExpress. Aus China. Und ich schätze mal, da ist. Aber das soll ich jetzt noch nicht verraten. Ich weiß ja, was ich bestellt habe. Oh. Mal aufpassen, dass ich hier nicht alles kaputt mache. Oh, das so. Gucken wir mal, was drin ist. Etwas sehr Großes. Noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Und gucken. Das war's. So. Also, etwas sehr Großes. Das packe ich mal dahin. Das kommt zum Schluss dran. Und ja, noch was. Und noch was. Und noch was. Und noch was. So, mit was fangen wir an? Mit dem hier. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Weiß. Jetzt kann ich die Farben wieder so ein bisschen abdunkeln. Sekunde. Und jetzt ist das alles so flau. So. Ich glaube, jetzt ist es in Ordnung. Was habe ich denn hier bestellt? Das sieht mir aus wie ein. Schlitzen wir das mal auf. Einmal Header und einmal. Was steht drauf? Ja, hier ist das klein. Das kann doch keiner lesen. Da steht. Jetzt kann ich es lesen. Uno R3 Development Board AT Mega 328 PCH 340. Was meint? Wir haben also ein Uno R3 Clone mit einem seriellen CH 340 Chip. Type-C USB. Ach, deswegen habe ich ihn bestellt. Ah, ja, hier. USB. Weil. Mit den normalen hatte ich immer ein kleines Problem mit meinem Lieblingsheft. Ich glaube, das wird lang, wenn ich das jetzt noch alles erkläre. Aber Moment, das machen wir trotzdem. So viel Zeit haben wir. So, gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Hier haben wir ein Uno. Einen so wie er ursprünglich war mit dem großen Port. Ansonsten, ja, die neuen haben alle hier. Ist das ein Atmel? Original Atmel, jawohl. Die haben eigentlich alle jetzt hier so ein SMD und nicht mehr so. Irgendwo habe ich noch ein. Mit dem Dual Inline Package mit DIP. So, und hier ist eigentlich immer das Problem, wenn man hier meinen Lieblingsheader hat, und das ist hier dieses Multifunction Board. Also, wenn ihr noch keins habt, besorgt jetzt eins. Die gibt es mittlerweile für 2 Euro manchmal im Angebot. Die kommen hier so drauf. Die werden hier drauf gesteckt. Und dann habe ich alle möglichen Ports schon durchgeführt. Und jetzt sehen wir schon das Problem, dass hier die Pins auf dieser Buchse hängen. Ich glaube, das mache ich dann immer so, dass ich die hier abknapse.
ich das vielleicht bei dem schon abgeknapst? Ich glaube, bei dem habe ich hier schon was abgeknapst. Also die muss man dann abknapsen und das Port, das Ding hier isolieren, weil sonst liegt das hier mit denen genau da drauf auf. Und das ist ja Metall, dann leitet das und ja, dann funktioniert die LED-Anzeige nicht oder man hat gleich einen Kurzschluss. Und wenn ich das jetzt hier auf so einem mit USB-C benutze, ist das viel cooler. Ja, das hier ist Plastik, da passiert nichts und da ist auch noch Platz. Und hier ist ordentlich Platz. Da gibt es dann keinen Kurzschluss. Ich habe auch ein zeitgemäßes. Ich habe diese allen Kabel nur noch wegen den alten Arduino Unos. Und mit C ist das viel schöner. Also das wird dann mein Lieblingsboard. Sehr viel praktischer, wenn man Heads benutzen will, weil die dann nicht aufliegen und man Platz hat. So. Packen wir mal den Head hier wieder weg. Und schön wäre es natürlich, wenn man dann die Entwicklungsboard, die mit dem großen, die werde ich dann irgendwie verbauen. Und den jetzt zum Entwickeln benutzen, behalten. Was liegt denn hier rum? Ja, den zum Entwickeln behalten. Und dann habe ich das mit dem Head nicht. Ja, warum noch ein Uno, wo ESP32 doch günstig geworden sind? Erstmal war der ganz günstig. Sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Und da hat man halt was mit 5 Volt. Ah, hier kann man da extra Header einlöten. Und hier kann man beides machen. Das ist ja auch schön. Du kannst hier stecken und dann kannst du löten. Dann kannst du hier rausbrechen. Oder so. Ja, ganz neckisch. Ja, der hat ja 5 Volt und manchmal hat man auch 5 Volt Sensoren oder so alte Sachen. Und dafür braucht man natürlich auch was, was 5 Volt liefert. Und da ist so ein Arduino Uno. Natürlich. Die erste Wahl. Was haben wir hier drin? Ah ja. Hier haben wir. Lass mich das mal kurz hier drauf tun. Dann kann ich da besser sortieren. Hier haben wir. Und da bin ich mir in der Qualität nicht sicher gewesen. 4 kleine Spezial-Joysticks. Die fühlen sich aber eigentlich ganz gut an. Aber hier ist alles. Ach, guck mal. Ist auch schon wieder alles. Alles krumm und schief. Das ist halt irgendwie immer mit der. Und dann musst du das natürlich wieder richtig machen, damit du das dann eingelötet kriegst. Das sind Joysticks. Den Krampf. Naja, das merkt man auch an der Qualität. Ich glaube, das ist Nylon. Das hier ist auch schief. Ja, die Pins-Dings sind halt irgendwie. Die müssen ja verbiegen. Da hast du hier 4, die in alle Richtungen zeigen. Und da ist nochmal 4, macht 8. Und da ist nochmal 6, macht 14, die du dann in die ganzen kleinen Löcher ringen musst. Auf dem Xbox 360 Controller. Ich hole mal einen her. Weil mit dem habe ich ein Problem. Erstmal ist es schon ein bisschen älter, aber das macht nichts. Er funktioniert noch einwandfrei. Das sieht man zum Beispiel hier. Da habe ich ihn runtergerockt bis auf das Plastik. Ist schon gar nicht mehr. Ja, weil ich den immer so. Den habe ich abgerubbelt und normalerweise sind da, glaube ich, auch 4 kleine Dings drauf. Und jetzt sieht man es bei dem schon. Der bleibt da so ein bisschen hängen, da links. Ne? Der geht nicht mehr genau in die Mitte zurück. Und das hat zum Beispiel bei Honkai Star Rail den Effekt,
dass der dann, dass sie das Kamera drehen, dass die Kamera sich ständig dreht. Da muss ich dann immer so machen. So, und dann dreht sie sich nicht mehr. Das ist ja nicht so schlimm mit der Kamera, obwohl ist dann nicht die Richtung, in die man guckt. Das ist hier viel schlimmer, da habe ich nämlich dasselbe Problem. Und das ist der Laufen-Joystick. Und dann läuft er halt immer in die Richtung, obwohl ich das nicht will. Und wenn ich laufe und loslasse, dann soll er eigentlich stoppen. Das tut er manchmal nicht. Dann läuft er weiter und läuft dann in das gegnerische Feuer und tot. Darum habe ich mir die bestellt. Vier Stück. Gab's als Viererpack mit dem Porto irgendwie am günstigsten. Das D-Pad bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil man kommt hier halt doch irgendwie auf beides öfter mal. Und eigentlich hat man immer diese Auswahl oben unten. Und dann mache ich so und dann wähle ich doch mal links aus, anstatt. Wenn ich jetzt so mache, ne, dann hat er manchmal, nimmt dann links, weil ich dann irgendwie nicht genau. Das ist auch so ein bisschen verdreht, habe ich das Gefühl. Als ob man das mit rechts benutzen wollte, aber ja. Ansonsten ist der super toll. Ich habe den viele Jahre. Die Knöpfe funktionieren noch einwandfrei. Die Akkus habe ich dann hier, so Akkus drin. Die lade ich dann immer, pack das Ding rein. Die halten lange. Die hier gehen noch gut. Die gehen noch gut. Aber hier, die habe ich halt irgendwie abgerockt. Und jetzt habe ich mitgekriegt. Ah ne, da kommen wir später drauf. Den lege ich jetzt nicht so weit weg. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also hier sind ja Potis, einmal in die Richtung. Das ist ein Poti in die Richtung und ein zweites Poti, das hier, das in die Richtung. So, ich glaube, die sind genullt. Und dann hat man, das hier ist jetzt auch noch so eine Rückstelle in die Mitte. Die hat hier halt irgendwie nachgegeben, die Federn, die da drin sind. Außerdem die Potis, da dreht sich dann hier was, sieht man das? Das sieht man, ne? Hier, das kleine Ding. Das ist auf so einer, ja, so einer Kohleschicht. Und je öfter ich das mache, da rubbelt sich natürlich dieser Schleifer auf der Kohleschicht ab. Und dann ist das auch nicht mehr so total geschmeidig und glatt, sondern es hakelt so ein bisschen mehr. Ja. Und naja, auf jeden Fall ist der nicht schlecht und jetzt habe ich mir welche bestellt, um die auszutauschen. Die waren nicht so teuer, irgendwie Stück und Euro oder sowas und da habe ich mir gleich mal vier bestellt. Aber ich glaube, mit dem Auslöten, das wird schlimm. Weil habe ich pro Poti eine Endre, andere Endre und Mittelposition, also wo der Poti ist, dasselbe hier. Dann habe ich hier noch diese Füße zum Einlöten. Und das hier ist zum Klicken, muss man ja auch haben. Also wenn man runterdrückt, gibt es auch einen Klick. Das hat er ja auch. Und das benutzen die Spieler auch. Also muss ich die, also ganz, ganz viel. Ich müsste das dann, ist bestimmt eine kleine Platine. Das sieht man hier, ist ja nicht Abstand. Da muss ich die kleine Platine auslöten, die Löcher super sauber machen. Abstände müssen hundertprozentig passen, damit ich das überhaupt in die super sauber gemachten Löcher reinkriege. Und dann muss ich das wieder verlöten. Zum Glück nur zweimal. Ja, aber das wird kein Spaß. Und jetzt erzähle ich euch, was in der großen Kiste ist. Da ist ein Controller drin. Der hat nicht, der hat zwar hier auch so ein Dings, aber es sind diese Potis, funktionieren anders. Da ist keine Kohleschicht, auf denen er sich bewegt, sondern da ist ein kleiner Hall-Effekt-Sensor drin. Da also muss ich vorstellen, das sind kleine Magneten, die sich hier bewegen und diese auf der anderen Seite ist so ein Magnetsensor und der Magnetsensor kann dann sehen, wo der Magnet ist. Sprich, da läuft kein Schleifer mehr über der Kohleschicht und da hat man das Problem nicht mehr und soll auch diesen Drift-Effekt nicht mehr haben. Das Problem ist natürlich, wenn du es dann hier so hast, dass der sich nicht genau in die Mitte wieder zurückstellt, dann hast du ja trotzdem die Position und dann hast du auch Probleme, wenn du einen Hall-Effekt-Sensor-Joystick hast. Aber
Das wird sich in der Praxis erweisen, nach wie viel? Da hat er 5 Jahre schon auf dem Buckel hier bestimmt, was damit ist. Ansonsten habe ich ja immer noch den. Den packen wir jetzt mal zur Seite, also wisst ihr, was da drin ist. Dann gucken wir mal hier in das Tütchen rein. Steht da was? Ja, da steht nicht viel. Datum und das war's. Und klebt gut. Ja, klebt sehr gut. Das ist ja. Ich weiß nicht, was das für ein Kleber ist. Der klebt auf jeden Fall für die Ewigkeit. Ah. Bestimmt total giftig. Wir haben ja in Deutschland alles mit wasserlöslich. Früher der U hat alles geklebt. Das war ein Alleskleber. Heute ist der wasserlöslich. Kann man aus der Wäsche waschen. Man hält dafür nicht mehr gescheit. So, und hier haben wir. Schauen wir mal. Da steht da drauf. Gucken. Ein GY Neo. MV. Ah! Das ist ein GPS-Sensor. Oh, das ist so. Gut. Mit samt Keramikantenne. Was ist das Wort? Wozu soll hier hinten? Ist das Kühlung oder was? Weiß nicht, wozu das da hinten ist. Hier ist ein U-Blox. Original U-Blox. Neo M6M. Die sind schon ein bisschen älter, aber die sind gut. Ein GPS-Empfänger drauf. Die sind made in Switzerland. Ja, und dann haben wir hier so Leuchtdioden. Ich glaube, da ist eine blaue. Die fängt dann, wenn man einen Fix hat von den Satelliten. Funktioniert natürlich nur draußen. Dann kann man die Satelliten empfangen. Und dann fängt dann zu blinken. Man kriegt dann die Geolocation, also die Koordinaten, Länge und Breite. Und eine super genaue Zeit von den Atomuhren aus den Satelliten. Und hier, da glaube ich, eine winzige Knopfzelle, die dann die Daten speichert, um das nächste Mal die Satelliten schneller zu finden. Hier dann den kleinen Anschluss für diese Keramikantenne. Na, das ist der kleine Anschluss. Die sind gut, die Antennen. Da hat man anständigen Empfang. Ja, und das hier kann ich noch abbrechen, das braucht man nicht. Das ist überflüssig. Ja, war günstig, habe ich mitbestellt, weil als Geocacher kann man das natürlich immer mal gebrauchen. Und ganz Besonderes, jetzt komme ich in den nächsten, im Zusammenhang mit dem Sheet Yellow Display, was das hier ist. Na, guck mal, da sind noch zwei Käbelchen dabei. Und noch eine Tüte. Was das hier ist, das Cheap Yellow Display. Das ist ein Spezialkabel dafür. Und da könnte ich jetzt hier. Was habe ich euch aber schon mal vorgestellt? Das kann man auch mit reintun. So. Da haben wir. Ein Touchscreen. Wir haben ein Speaker, seriell, zwei mit GPIO, eine RGB-LED. Jetzt machen wir das mal scharf und erzählen das Ganze nochmal. Wir haben ein Touchscreen. Wir haben hier einen Speaker-Ausgang, das ist ein kleiner Verstärker dazu. Haben wir hier Boot- und Reset-Knopf. Dann haben wir hier einmal seriell, zweimal GPIO, eine RGB-LED, ein ESP32, VROOM32, ein SD-Kartenslot bzw. Micro-SD, ein CH340, glaube ich.
Jo, WCH CH340C, seriellen Adapter. Die beiden sind parallel geschlossen. Damit kann ich ihn programmieren. Hier kann ich Sachen anschließen. Und dafür ist dieses kleine Kabel. Da kann ich das Kabel hier rein. Oder andersrum. Nö, ja, eigentlich so rum. Das Kabel da rein. Und die anderen habe ich dann vier Anschlüsse. Hier, das ist zum Beispiel seriell. Und das kann ich dann hier anlöten. Dann habe ich einen GPS-Empfänger und kann seriell dann die GPS tja, Position empfangen. So soll das werden. Und hier vorne anzeigen und dann kann ich ja hier noch irgendwie die Formate wechseln oder so. Das ist hier ein Touchscreen und da kann man dann drauf rumtatschen. Ein Cheap Yellow Display. Auch mal dahin. So, das kann ich euch mal kurz anderweitig zeigen, weil ich habe da nämlich schon eins und ich habe auch schon mit dem Entwickeln angefangen. So, und ich glaube, da ist auch schon eine Firmware drauf. Die können wir dann mal ja, anschmeißen hier. Ich glaube, das ist der V3 mit USB-C. Klicki-klacki. Jo, da haben wir so eine kleine Amiga Ball Demo. Jetzt gerade. Das war nicht so toll. Lieber ein bisschen unscharf, dann ist das Moor nicht so schrecklich. Wie spricht man das aus? Moor? Gott, die Überlagerung halt. Das Display ist ganz okay. Hallo, einmal scharf bitte. Das ist mit SPI angeschlossen. Das geht auch fix. Sieht man ja hier an der Demo. Naja, und dann hat man noch ein Touchscreen. Allerdings gibt es nicht viel Software. Und ich will da dann was schreiben. Und eventuell wird da ein Geocache draus, den ich mit einem Geocache-Kollegen zusammen entwickeln werde. Und dann kann man das Ding mitnehmen und der weiß ja dann die genaue Geolocation und je nachdem, wo man dann ist, muss man verschiedene Aufgaben erfüllen. So, das waren die Sachen. Und jetzt kommt das super Interessante, auf das ich mich am meisten freue. Weil da muss ich nichts basteln. Das ist schon fertig. Der hoffentlich bessere Joystick. Ich bin mir nicht sicher. Es gab einmal diesen hier. Der hat so um die 30 Euro gekostet. In Deutschland so kostet er so um die 55. Den Xbox 360, den ich hier habe, der hier, der kostet so um die 50, der Wireless. Der hier ist natürlich auch Wireless. Und dann gab es noch außer diesem Mechanike, Machenike, Machenike, Meschenek. Mechanic? Mechanic? Mechanic. Mechanic. Der Englisch heißt bei mir Mechanic. Mechanic. Weil der mechanische Knöpfe drin hat, glaube ich. G5 Pro. Ja, 30 Euro. Und dann gibt es noch für 80 Euro aus Deutschland und eigentlich für denselben Preis einen, der ist noch besser, aber da war mir zu teuer. Und ich dachte, 30 Euro ist da günstig. Hier, G5 Pro Gamepad. Warum das Gamepad heißt, weiß ich nicht. Und nee, bei den Chinesen, das immer so ist, man hat eine Überraschungskiste. Ich habe schon gesehen, dass die riesige Hände hatten oder super kleine Hände. Und dann gab es Taschenlampen, die waren so klein. Und die sahen dann auf einmal, wenn man die Hände nimmt, so aus. Und denkst du, wow, was für eine große Taschenlampe. Und die staub ich. Und dann kriegst du die. Und dann ist es eine Mini-Funzeltaschenlampe. Das Alu, was du denkst, ist so fotografiert, dass es wie Alu aussieht. Dabei ist es Plastik. Und die ist total klein. Und ich hoffe, da ich so halbwegs große Pranken habe,
dass das Standard ist und nicht jetzt für kleine Hände. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben den Mechanic. Jetzt Play Across Devices. Ah ja, da kann man auf dem PC, auf Android, auf iOS, auf NS, weiß ich nicht, Nintendo oder was. Und Switch geht auch irgendwie. Ach so, NS ist Nintendo Switch. Wireless. Ist, die Batterien sind schon drin. Ich finde es bei dem hier eigentlich schön. Ich habe immer geladene Batterien. Und dann läuft er hier im Kreis, wenn sie fast leer sind. Und dann nimmst du die kurz raus, machst zwei neue rein, kannst weiterspielen. Hier hätte ich das Problem mit einem fertigen Akku drin. Ja, da musst du wieder aufladen. So. Das Besondere sind diese Hall Linear Trigger und Hall Linear Joystick. Die Trigger sind das hier hinten. Das sind auch so Potis, die sind ja auch so analog. Und du hast two custom buttons. Ja genau, die sollen irgendwo auf der Unterseite sein. Das fällt ja weg. Und hier auf der Unterseite sind noch zwei Buttons, die man dann hier so drücken kann. Das zeige ich euch am besten hier dran. Und die ABCD oder A. Und da hoffe ich, dass die hier auch wieder AX. Schön wäre es natürlich, wenn, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Die Farben fand ich auch nochmal schön. Aber momentan habe ich die Position im Kopf. Irgendwann hat man dann A ist unten und sonst kommst du in manchen Spielen noch gar nicht zurecht. Ja, zwei Joysticks. Das Design mag ich, dass das D-Pad hier ist und der eine Joystick da und der andere da. Da habe ich mich dran gewöhnt. Man könnte das auch so machen, aber ich habe das so und finde das ganz gut, weil der dann hier so eingeklemmt ist, so ein bisschen. Naja, wenn hier zwei wären, wäre auch nicht schlimm. Und dann wäre das D-Pad da, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich finde es gut, hätte das gerne wieder und das ist es auch. Jo, 500 mA, was steht da noch? Irgendwie richtig viel und pipapo, das Ganze nochmal in Chinesisch. Und so soll er aussehen. Dann machen wir mal auf. Und dann werde ich ihn auch mal anspielen, um zu gucken, ob da was taucht. So. So. Weg mit dem Plastik. Dann ist hier nochmal extra Siegel. Wollen wir noch mal kaputt schneiden. Wie ist das denn verpackt? Ja, normalerweise, weil es von oben noch mal klebt, hält das noch mal. Ein bisschen doof. Da haben sie irgendwie auch nicht dran gedacht. Weil das klebt natürlich jetzt die Lasche ab. So. Das volle Auspackerlebnis hier. Okay. Was haben wir hier noch drin? Ein cooler Aufkleber, die kannst du ja irgendwo draufkleben. Oder kannst du es sein lassen? Dann gibt es hier den Dongle, den man natürlich braucht als Empfänger. Auch mal weg. Das tun wir auch mal weg. Und dann gucken wir uns als erstes mal die Größe an. Und die Größe ist ein bisschen kleiner. Aber nur ein bisschen, oder? Ja.
Also von der Breite her ist das. Ja, ist glaube ich hier unten ist es ein bisschen kürzer. Hier hinten ist nichts mehr. Die Sticks sind auch sehr viel kleiner. Die sind leichtgängig. Oh, das D-Pad scheint mit. Auf jeden Fall sehr schön Klick. Hat man hier nicht. Das scheinen mir Mikro-Switches drunter zu sein. Und hier auch. Sehr schöner, definierter Klick. Hier eigentlich auch, aber auch A, B, X, Y. Ein bisschen kleiner die Tasten. Die Sticks auch ein bisschen kleiner. Das ist okay. Das sind keine. Das sind so Mikroschalter wie in Mäusen. Hier nicht. Oh, irgendwie ist er angegangen. Macht hier gleich die RGB-Lightshow. Dann haben wir hier mit USB-C, wahrscheinlich auch zum Aufladen. Das hier ist. Naja, PC, Switch, Android kann man umschalten. Wahrscheinlich gibt es auch eine Ladeschale hier. Und hier sind auch noch mal zwei. Aber wenn man so hält, kommt man dem nicht ins Gehege. Kann hier aber noch mal. Mal gucken, wie die zu programmieren sind. Die stören eigentlich nicht. Die könnte ein bisschen dicker sein hier, dass man die hier so macht. Obwohl, so kann man auch. Kommt man nicht aus Versehen dran. D-Pad ist sehr schön. Ich versuche mal kurz. Also kann man auch schön definiert nach links, rechts, oben, unten. Links, rechts, aber auch beide gleichzeitig. Geht auch. Also ein bisschen macht das einen tollen Eindruck. Jetzt muss er nur noch funktionieren. Das hier ist auch ein Mikroschalter. Fühlt sich auch wie ein Mikroschalter an. Das auch. Und das auch. Eigentlich alle bis auf die beiden. Ja, und das ist hier Hall Effect. Und hier sagt er mir irgendwie, bitte laden. Also den muss ich hier irgendwie laden. Und ich hoffe, dass ich. Ach, damit schaltet es einen ein und aus. 4, 1. Mal gucken, was passiert, wenn ich da. Wo ist mein USB-C zum Laden? Hier, stecken wir mal rein. Na, jetzt wird er laden. Ach nee, ist doch fast ganz voll. Ist auch 4. So, was haben wir noch dabei? Ich schätze mal ein USB-C-Kabel. Damit man das auch. Ach komm. So spielen kann. Ach so, und die Platte soll irgendwie abnehmbar sein magnetisch. Ist das so? Oder? Die ist geklippt oder ist die magnetisch? Okay, die kann man dann abnehmen und wozu soll das gut sein, dass ich die abnehmen kann? Wahrscheinlich indem damit dieses, das wird einmal besprüht, ist schwarz und ein bisschen Silberlack. Und wenn ich die dann habe, das scheint mir doch irgendwie magnetisch zu sein. Ja, hier sind so kleine Magnete. Wahrscheinlich kann man sich dann noch mal andere kaufen.
Mit irgendwelchen Mustern drauf. Das ist hier unten auch so geriffelt, das ist schön. So, dann haben wir hier einen Dongle für den G5 Pro. Wäre immer ganz schön bei sowas, wenn da drauf stände, von was das ist, Mechanik, dann weiß man das. Das ist hier wahrscheinlich zum Pairen oder so. Den kann ich dann den PC stecken und dann wollen wir mal schauen, ob der eine Verbindung hat. Und hier kann ich wahrscheinlich mit dem viel zu kurzen Kabel. Das ist wahrscheinlich nur zum Laden, oder? Also damit möchtest du nicht spielen. Das ist 40. Das ist 70 cm lang oder sowas. Damit kannst du nicht spielen. Höchstens an der. Das ist halt zum Laden da. Das muss halt wireless funktionieren. Da gibt es das Dongle für den PC und iOS. Und weiß ich nicht. Für die Switch habe ich nicht. Ist nur für den PC. Hauptsache am PC funktioniert das. Und wir haben ein richtiges Handbüchle. Wow. Weil irgendwie, das muss ich mir nochmal in aller, in Englisch sogar, schön in Englisch, komplett in Englisch. Ja, und hinten nur ein bisschen in Chinesisch. Ach nee, auch in Precauciones de Seguridad. Sicherheitsmaßnahmen. Ey, Deutsch! Wahnsinn! In Deutsch? So, wollen wir mal gucken, was der noch alles kann. Ja. Mal ein bisschen zur Seite. Packungsinhalt. Einmal Benutzerhandbuch, einmal Serie USB-Datenkabel ist das sogar. Wartung. Reinigen Sie den Griff. Dann noch ein bisschen größer. Da brauchst du echt gute Tasten. Starttaste. Da, was ist die? Starttaste. Zurücktaste. Menütaste. Das sind ja eigentlich die beiden, ne? Die sind dann hier. Dann habe ich das hier in der Mitte. Das ist ja überhaupt nicht beschrieben. Die hier. Das ist hier Start und Menü. Das D-Pad, die beiden Joystick, Menütaste auf der Unterseite, die Trigger, die Dings und die beiden Spezialtasten hier, die sind irgendwie programmierbar. Letztens habe ich ein Spiel gehabt, da musste ich den halten und dann hier was auswählen, um eine bestimmte Waffe. Du musstest hier Waffe wählen und dann hier die Waffe wählen. Und das fand ich total kompliziert. Dann wäre es schön, wenn man, also hier drauf halten und den Dings drauf, wenn man das programmieren könnte mit zwei Tasten. Wenn ich sagen könnte, hier die da unten ist Waffe 1 und die macht mir dann den und X und wieder loslassen. Und das hier ist Waffe 2, die macht den und da Y und. Dann kann ich zumindest zwei Waffen, die beiden wichtigsten Waffen, und muss nicht da immer hier da den Dings mir brechen. So, Verbindungsschritte. Schalten Sie den, naja, reinstecken in den PC und dann wird er sich schon verbinden. Ansonsten lese ich dann später nochmal nach. Das ist der Heckschalter. Und das ist eine Statusanzeige. Drahtmodus. Im Switch-Modus. Empfiehlt die Verbindung dieses Connectors im PC-Modus, der ebenfalls mit dem Switch-Modus kompatibel ist. Okay. Drahtlose Verbindungsanweisung. Kompatibilität. Stellen Sie den hinteren Modusschalter auf die PC-Position. Er ist Kompatibilität für iOS. Switch-Modus, Nintendo Switch, Android-Modus. Auch schön. Kannst du dann Android spielen oder. Naja. Oder das für dein Smart.
TV drauf spielen. Hall System Kalibrierung. Kalibrierungsoperation für Hall Linien Joystick. Wieso Linien? Hall Effect Joystick meinst du? Und Auslöser. Drücken Sie. Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um die Kalibrierung einzuschalten. Zweitens, Joystick-Kalibrierung. Bewegen Sie den Joystick langsam vollständig links und rechts und drehen Sie ihn mehr als 3 Mal. Ja, mache ich, wenn es nicht richtig passt. Merkmale, erweiterte Funktion, Helligkeitsregulierung der Beleuchtung. Also, dass der hier immer so auf RGB macht. Und die brauche ich nicht. Die Batterie leer saugt. Drücken Sie Funktion und D-Pad. Ist das Funktion? Das hier? Scheinbar nicht, dann ist das Funktion. Ah ja, schau. Das ist die Funktionstaste. Jetzt ist aus. Oh, das ist das Rumbling. Leicht? Hört er? Noch härter? Noch härter? Das war doch nicht das Menü. Nicht das hier. Da kann man die Farbe einstellen. Dann hat man da weniger und hat man gar nichts. Oh. Habt ihr das gesehen? Es ist dann schon überhaupt. Macht richtig was her. Kann man auch weniger, dann hält halt der Akku länger. Und ich mache das mal ein bisschen. So, dass es nur so leicht ist. Anpassung der Vibration. Dann wahrscheinlich hier halten und dann, was ist rechts? Ach, da kann ich mir auch noch das Muster aussuchen. Ach je. Also so ein Hin- und Hergewaber. Oder aus. Oder so Regenbogen. Oder einfach nur blau. Oder so blau aufleuchtend, dann ableuchtend. Rot. Orange. Also Regenbogen über alles. Ich meine, deswegen spielt es auch nicht besser. Und dieser Knight Rider-Effekt, der gefällt mir ja irgendwie, ne? Jupp. Jupp. Hoch, vor und zurück. Zurück und vor. Oder so. Und aus. Und Regenbogen. So. Ich finde den Knight Rider gut. Bis er dich nervt. Dann kann man ja wieder ausschalten. Da war doch noch. Dieser rote wurde doch irgendwann dann auch regenbogenmäßig, oder? Rot und dann. Wird das so gelb und dann grün? So ganz leicht Veränderung. Das gefällt mir. Es ist nicht so auffällig. Und man sieht trotzdem, wo der liegt. Ja, was steht da noch? Den Batteriestand kann man da irgendwo sehen. Ja. Anpassung, Vibration. Oh, was ist eigentlich hier? Menü und nach unten? Weiß ich nicht. Gibt's nichts. Anpassung, Vibration der Bewegungserkennung analog. Drücken Sie und was steht da? R3 um die Bewegungssensorfunktion. Boah, da muss ich alles mal ausprobieren. In Ruhe.
Das wird jetzt zu lang hier für das Mailback. Und hier kannst du auch die Makro-Tasten, Turbo-Funktion, Turbo-Tasten. Ist es Dauerfeuer? Du musst dann die A-Taste gedrückt werden, um die Funktion auszulösen. Turbo-Funktion aktivieren, halten Sie F, N, A gedrückt und lassen Sie. Nö, das kann man sich merken. Benutzerdefiniertes Profil. Schnelle Auslassungsfunktion, Reset, Urheberrechtsinformation, Spezifikation und dann geht es mit der nächsten weiter. Der Mechanike. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit spiele überhaupt. Das ist ja das Wichtigste. Wieder leuchtet ist Nebensache, würde ich mal sagen. Da, zoom mal wieder raus. Auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann kann der hier vielleicht erstmal in Rente gehen. Nachdem der viele, viele Jahre treu gedient hat. Ja, das war das hier vom Machinik oder so, ne? Das ist ja fast das länger, was damit gekommen ist. Bei dem. Ja, und dann kann ich, wenn das überhaupt nichts wird und der nichts ist, aber ich glaube, so schlecht ist er nicht. Der gefällt mir jetzt schon, obwohl ich ihn noch nicht ausprobiert habe. Muss erst mal ausprobieren. Dann sehen wir schon. Sonst muss ich halt hier mit den Vieren dann mein Xbox dann, wenn es denn gar nicht mehr geht, noch. Ja, noch geht's. Oder ich benutze mein Xbox für die einen Spiele und den für die anderen. Oder ne, dann kann ich auch immer den benutzen. Ja, das hier wird ein kleines Projekt. Mit GPS und Cheap Yellow Display nennt sich das. Der ist ganz schön mit dem USB-C. Ersatzteile, wenn das nicht taucht. Aber ich glaube, der taucht. Gleich mal ausprobieren hier unseren Machinike. Und im Angebot war jetzt hier im Ausverkauf im Anniversary 30 Euro und da kann man nichts sagen. Ist ja auch toll, dass hier so Mikroschalter verbaut sind. Die werden wahrscheinlich noch länger halten, obwohl bei meinem Xbox-Controller, die halten ja auch schon irgendwie eine Ewigkeit. Wenn es gescheit gemacht ist, ich schätze mal, das sind so Rubber-Dome, wo so ein Gummi runtergedrückt wird. Wenn das gescheit gemacht wird, oder es sind auch mechanische, ich weiß es nicht, ich habe es nicht aufgehabt. Wenn das gescheit gemacht ist, dann hält das auch lange. Und hier bin ich ganz sicher. Aber das ist ein richtig schöner Auslöser, aber es geht auch nicht zu schwer. Die Joysticks gehen recht leicht. Ich glaube, die kann man auch abnehmen, oder? Oh. Jetzt habe ich. Ach so. Ja, da muss ich halt die Platte rausnehmen, dann kann ich die abnehmen. Und das hier scheint mir Metall zu sein. Also ich scheine dann ein bisschen was aushalten zu können. Naja, mal gucken, wie sich der schlägt und kalibrieren. Muss ich mal gucken, ob es da nochmal eine Software für gibt. Auf der Verkaufsseite und dann werde ich den mal testen. Vielleicht mache ich noch mal ein extra Video zu, weil das ist ja doch irgendwie alles komplizierter. Für das Mailbox-Video soll das reichen. Lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja. Und natürlich könnt ihr auch eure Meinung kundtun in den Kommentaren. Das war's für Mebex 97 und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.